Guten Abend und erstmal vielen Dank für den Schumann, den wir gehört haben. Ich glaube, Sie haben hoffentlich jedenfalls kleine Zettel, auf denen das Musikprogramm steht, falls es Sie interessiert. Sie können das aber auch natürlich so genießen. Es ist insofern ein bisschen besonders, weil wir uns mit dem Musikprogramm ins 19. Jahrhundert auch begeben, um ein bisschen in die Zeit hineinzuhorchen. Musik ist ja manchmal ein gutes Reisemittel, mit dem man sich auch die Zeit klar machen kann oder sozusagen vom Bauch her klarer machen kann. Und Robert Schumann, das war also der Eintritt in den Wald bei Robert Schumann, heute bei uns der Eintritt in das Leben von Jenny Marx. Und ich begrüße jetzt als allererstes hier die beiden Damen an meiner Seite. Wir haben ja die Veranstaltung genannt, Wer hat Angst vor Jenny Marx? Sie beide haben keine Angst vor Jenny Marx, wunderbarerweise. Und ich denke auch Sie nicht hier in Salzwedel. Das haben Sie ja auch schon jetzt letzte Woche und auch im Laufe dieser Woche gezeigt, was mich auch sehr freut, weil ich glaube auch, dass wir, es war natürlich ein bisschen provokativ gemeint, die Frage, also dass man Angst haben muss vor Jenny Marx, ich hoffe, dass wir das mit dieser ganzen Festwoche ein bisschen zerstreuen kann. Ja, ich habe hier an meiner Seite einmal, ich fange mit der Dame an, die nicht hier in der Altmark zu Hause ist, Frau Trieder, Simone Trieder, Schriftstellerin aus Halle, geboren in Quedlinburg. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und ich habe hier, Frau Kunert muss ich hier ja im Prinzip nicht so vorstellen. Sie ist Bundestagsabgeordnete aus der Altmark und ist heute nicht aus Sotschi direkt, aber mit dem Umweg Berlin hier eingeflogen. Also Bundestagswoche hat sie schon hinter sich und ich freue mich, dass Sie auch heute Abend hier sind. Wir springen vielleicht gleich heran. Sie wundern sich, das muss ich am Anfang vielleicht noch sagen, dass hier zwei andere Damen fehlen. Ich darf die entschuldigen. Es tut mir sehr leid, ich habe die Mitteilung zum Teil erst vor 2 Stunden bekommen. Frau Möbeck lässt sich entschuldigen, sie hat keine Stimme. Das hat dann natürlich wenig Sinn, ein Gespräch zu machen. Und Frau Froberg ist tatsächlich heute erkrankt, also über Nacht. Ich habe gestern mit beiden noch gesprochen. Das ist jetzt Pech, das tut mir sehr leid. Aber das ist das Leben, das können wir nicht ändern. Und ich freue mich, aber dass wir dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben, uns intensiver auf unsere, also auf die beiden Gäste hier einzulassen. Und wir haben ein ganz, ganz reichhaltiges Programm, zu dem ich dann zu gegebenem Anlass noch auch etwas mehr sagen werde. Ja, Jenny Marx, wir springen jetzt mal hinein. Sie haben ja hier in Salzwedel schon sehr viel sich diese Woche mit ihr beschäftigt. Sie ist hier geboren, sie hat hier laufen gelernt, sie hat hier ihre wichtigsten Grundlagen sozusagen, also die Grundlagen ihres Lebens gelegt. Das ist alles, sind alles Dinge, die hier auch in dieser Woche schon besprochen worden sind. Mich würde jetzt interessieren, ich fange jetzt einmal an mit Ihnen, Frau Trieder. Sie sind ja in Quedlinburg geboren, das heißt hier im Osten. Wann ist Ihnen denn Jenny Marx als erstes zum ersten Mal begegnet? Im Kindergarten, in der Schule, in irgendeiner Parteiversammlung? Ich weiß es nicht, waren Sie hier im Museum, im Familienmuseum der Familie Marx? Wann sind Sie ihr bewusst zum ersten Mal begegnet? Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich auch selber nachgedacht, wann ich Jenny Marx zum ersten Mal begegnet bin. Und das ist gar nicht so einfach. Karl Marx ist ja kein Problem. Das ging spätestens mit der Schule los. Kindergarten war ich nicht. Okay. Habe ich aber sehr bedauert. Ich wäre gerne in den Kindergarten gegangen. Und ich habe dann überlegt, wir hatten, meine ich, Moore und die Raben von London in der Schule behandelt. Zumindest haben wir den Film gesehen. Und da den, das ist so lange her, den habe ich mir jetzt nochmal angeschaut. Ich habe mir auch die Moore und die Raben von London nochmal geholt, das habe ich aber nicht ganz durchgelesen. Und da ist das Jenny-Bild ja doch so, das ist die liebe, gütige Mutter, die ihren Kindern Märchen erzählt. Und das war mir natürlich zu wenig. Aber das war, wenn ich so sagen soll... Wie alt waren Sie das? Habe ich jetzt nicht... In der Schule. Wann hat man das behandelt? Weiß das jemand von Ihnen? Also fünfte, sechste Klasse, ja. Also und fanden Sie das damals schon komisch? Oder? Ich habe mich damit... Das hat Sie nicht interessiert. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Das muss ich jetzt mal so sagen. Okay. Und ja. Wann ist sie Ihnen dann wieder begegnet?
Jetzt erst oder? Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wirklich jetzt erst. Okay. Aufgrund Ihrer Einladung habe dann auch gleich gemerkt, große Bildungslücke. Und habe versucht, ganz viel nachzuholen. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Es gibt noch einen anderen biografischen Bezug, der hat aber nichts mit Jenny zu tun. Ich habe 7 Jahre in einer Stadt gewohnt, die hieß Karl-Marx-Stadt. Und dort sind auch meine Kinder geboren. Aber selbst das hat ja keinen Bezug zu Jenny. Aber ich hoffe, ich kann trotzdem noch was Kluges zu ihr sagen. Also wir springen jetzt nicht in alles gleich hinein, aber ich darf verraten, dass Sie die Einladung hier auf jeden Fall genutzt haben, um auch ein Essay zu Jenny Marx zu schreiben. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute daraus auch noch etwas hören können. Das ist auch schon etwas, was durch diese Festwoche sozusagen in Gang gesetzt worden ist. Und ich finde das einfach sehr, sehr positiv. Und vielleicht ist das erstmal ein... Ja, also ich habe mich in Hohenerxheim sehr gefreut, als ich all diese Dinge gelesen habe. Nicht alle, aber die meisten Dinge gelesen habe, die hier sozusagen, also das, was hier passiert ist. Und über manches habe ich mich gewundert, aber da kommen wir auch noch dazu. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, Frau Kunert, wann ist Ihnen denn Jenny zum ersten Mal begegnet? Haben Sie das auch gelesen? Oder, Also da ich sehr ehrlich bin, muss ich sagen, ich habe in der Schule immer nur die Bücher gelesen, die besonders dünn waren. Ich war also relativ faul in der Beziehung, aber sie ist mir sicher in der Schule begegnet und ich kann auch überhaupt nicht ausschließen, dass wir damals auch hier schon im Museum waren. Aber Sie haben keine Erinnerung daran? Nein, wirklich nicht mehr, weil es ist schon ein Stückchen weit her. Und dann ist sie mir begegnet, natürlich leider nicht in Persona, aber mein Kind ist in einen Kindergarten gegangen, der Jenny Marx heißt und heute noch heißt. Das soll was mit, nein, in Osterburg, Entschuldigung. In Osterburg, okay. Und dann muss ich ehrlicherweise auch sagen, erst nachdem es hieß, dass ich für Frau Bull hier heute an dieser Veranstaltung teilnehme, habe ich gesagt, okay, musste ich mal damit beschäftigen. Und ich muss aber sagen, es war nicht schlecht. Ich will aber auch noch dazu sagen, ich glaube, vor drei Jahren war ich hier im Stipendiatenhaus in Salzwedel und habe dann auch durch den Freundeskreis Jenny Marx erfahren, was man vorhat im Zuge dieses 200-jährigen Geburtstages. Und das fand ich schon sehr toll. Ich wusste dann auch, dass unsere eigene Stiftung diese Geschichte unterstützt, weil ich schon finde, dass sie gehört zu Salzwedel, sie gehört zu unserer Geschichte. Und dazu sollte man sich auch insofern bekennen, dass man sagt, wir beschäftigen uns mal mit ihr. Wenn man jetzt wirklich mal reinschaut, was sie so, wie sie gelebt hat und welche Umstände auch immer dabei waren. Sie ist schon eine bemerkenswerte Frau gewesen. Können Sie sagen, was Sie am meisten angesprungen hat jetzt sozusagen? Also wir gehen ja nachher noch tiefer rein, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich Karl Marx als Mann nie hätte geschenkt haben wollen, weil er doch für seine Art sehr egoistisch war. Er hat sie in vielen Situationen alleine gelassen. Ja. Und sie war eine taffe Frau, sie war intelligent, sie war selbstbewusst und sie hat auch in der Zeit sich sehr aktiv auch selbst schon in Politik eingemischt. Und das ist schon eine bemerkenswerte Leistung, wenn man gerade weiß, dass zu dieser Zeit ja Frauen eigentlich kaum eine Chance hatten. Und wie ist das bei Ihnen? Was hat Sie als erstes angesprungen bei Jenny Marx? Also wir müssen jetzt noch nicht alles verraten, aber was war das, wo Sie anknüpfen konnten? Na, mich hat eigentlich am meisten beeindruckt die Partnerschaft zwischen beiden. Aha, okay, also genau gegensätzlich. Interessant. Gibt ja kluge Leute, die schon gesagt haben, ohne Jenny kein Karl Marx. Mhm. Der Meinung bin ich auch, nachdem ich mich also näher damit befasst habe. Und ich finde es also eine große Liebe, eine interessante, wichtige, geistige Partnerschaft. Das ist das, was mich eigentlich am meisten beeindruckt. Also Sie würden sagen... sozusagen, es müsste eigentlich Jenny Marx auf dem Buchumschlag Das Kapital stehen. Oder, also ich meine, wenn ich das jetzt mal ein bisschen verkürze, würden Sie so weit gehen? Oder? Da enthalte ich mich in der Stimme. Das ist ja jetzt meine ganz private Meinung. Ja. Ich habe Das Kapital nicht gelesen. Mhm. Also, wir das haben wahrscheinlich die wenigsten, oder? Das ist einfach nicht so ganz einfach. Natürlich habe ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen mit Karl Marx befassen müssen. Geht ja gar nicht anders, aber jetzt, dass Sie da offen, nein, sicher nicht. Aber was geistige Partnerschaft, also Sie würden aber doch sagen, hört sich für mich so an oder ist eine Frage, dass sie auch ganz großen Anteil an seinem Werk gehabt hat. Also das wenn sie auf das, jeden Fall. Genau. Also das, ich denke, das ist so unbestritten. Genau. Dass, und die Voraussetzung dafür war eben, dass sie eine ganz Interessierte am politischen Geschehen, am sozialen Geschehen, also die Themen, die Marx bewegt haben, die haben sie auch schon bewegt. Und
sie hat ja, und das ist ja, finde ich, zum Beispiel eine unglaubliche Leistung, 7 Jahre auf den Mann gewartet. Mhm. Und das war ja für die Zeit auch völlig ungewöhnlich, dass eine Frau 4 Jahre älter ist als der Mann. Das war ja, das ging ja gar nicht eigentlich im 19. Jahrhundert. Also da hatte die Frau mindestens 4 bis 5 oder noch viel mehr Jahre jünger zu sein. Und das sind alles Dinge, die auf ihre große Selbstständigkeit hindeuten. Mhm. Und über die Schwierigkeiten der Partnerschaft, da können wir ja auch noch drüber reden. Die hat es auch gegeben, aber das ändert nichts an meiner Meinung. Gut, das ist eine gute Überleitung. Also ich denke, das ist jetzt erst einmal, dass Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Und damit wir alle noch ein bisschen mehr ins 19. Jahrhundert kommen und in die Zeit und über zu Jenny Marx, haben wir jetzt eine Szene, beziehungsweise also Szene mit Musik und Rezitation aus Jenny Marx' Briefen. Vielleicht sage ich noch ein paar Worte. Man muss sich einfach als Zeit natürlich dieses 19. Jahrhundert immer als Hintergrund vorstellen, dass wir, das ist eine Zeit, in der die Industrialisierung, die ganzen Problematiken, mit denen wir uns zum Teil heute ja noch beschäftigen, hervorbringt, aber natürlich in ganz krasser Form, auch hier in diesem Land. Also wir haben ein zersplittertes Land in viele verschiedene Feudalherrschaftsteile. Wir haben, also es geht um die, Deutschland gibt es in diesem Sinne erst so nicht als einen Staat. Wir haben einfach ganz viel, die soziale Frage ist im 19. Jahrhundert aufgekommen. Man muss sich das einfach immer mal vergegenwärtigen und versuchen vorzustellen, was das eigentlich dann auch heißt. Und natürlich sind Jenny und Karl Marx oder Karl und Jenny Marx, wie auch immer herum, in dem sozusagen im Zentrum dieser ganzen Fragen und haben sie ja auch im Prinzip formuliert. Auch so, dass das Ganze dann erst im 20. Jahrhundert sozusagen uns auch nochmal sehr beschäftigt hat und manches, also politisch beschäftigt hat und manches eben auch bis heute, würde ich so sagen. Zu Jenny Marx, ihr Vater, ich war hier Landrat und das wissen Sie alle. Was ich immer wieder sozusagen auch bemerkenswert finde, ist, dass letztendlich dieser Vater, der immer in der sozusagen Verwaltung beschäftigt war, doch diesen Freiheits- und Gerechtigkeitsgedanken, also die Französische Revolution, die er sehr verfolgt hat, in seine Tochter hineingepflanzt hat und auch in Karl Marx. Also ich meine, die beiden sind eigentlich, haben sie sich ja bei einem Gesprächskreis oder einer Arbeitsgruppe oder wie auch immer wir das heute nennen würden, einem Zirkel in Trier dann kennengelernt und auch, denke ich, die geistigen Grundlagen dafür bekommen. Und das gute Stichwort war eben die lange Verlobungszeit, also wie ungewöhnlich das für eine Frau wirklich war, zu sagen, ich will eigentlich hier nicht die gute Partie heiraten, sondern ich möchte ja sozusagen Ideale eigentlich leben und die kann ich mit diesem Mann leben und ich möchte auch diesen Mann. Das ist etwas, das können wir uns heute wahrscheinlich wirklich nicht mehr so vorstellen, zum Glück, denke ich mal so, zumindest hier in diesem Lande nicht. Woanders ist das ja auch leider immer noch so. Was wir zu der Szene wissen müssen, sie besteht, das sind alles Texte von Jenny Marx, die Sie heute Abend hören. Und es sind eben Lieder von Clara und Robert Schumann und Fanny Hensel. Wir haben die deswegen ausgesucht, weil auch Clara Schumann eine Frau ist, die sich ihren Mann selbst ausgesucht hat. Auch gegen den Willen ihres Vaters, ihrer Familie. Und komponiert hat, Musik gemacht hat. Sicherlich ist sie keine Politikerin gewesen, aber auf künstlerischer Ebene auch eine außergewöhnliche Frau. Und Fanny Hensel ist eine Frau, die komponiert hat, aber die das nie veröffentlichen durfte. Und deswegen wollen wir sie heute hier auch ein bisschen mit bedenken. Sie sehen, das wurde schon gesagt, das Ensemble Theatrum, Schloss von Erxleben. Wir haben dort ein ganz schönes Wappenfenster der von Westfalens in Ahnensaal und sind auch von dieser Seite aus auf Jenny Marx sozusagen gestoßen durch ihre Schwester, die ganz anders war als sie. Aber heute sehen Sie Judith Koder, die sich auch mit der Schwester beschäftigt hat, sehen Sie als Schauspielerin und Sie sehen Luba und Florian Klaus. Luba Klaus singt diese Lieder von Clara Schumann und Fanny Hensel und Florian Klaus haben Sie eben schon am Flügel erlebt. Jenny von Westfalen, Trier schreibt am 10. August 1841, 27-jährig, an Karl Marx, Bonn, nach bereits 5-jähriger Verlobungszeit.
Herrn Dr. Karl Heinrich Marx. Schwarzwildchen, wie freue ich mich, dass du froh bist und dass mein Brief dich erheitert und dass du dich nach mir sehnst. Dass du in tapezierten Zimmern wohnst und dass du in Köln Champagner getrunken hast. Kurz, dass du mein Liebchen, mein Schwarzwildchen bist. Ach, lieb, Liebchen. Nun mängelierst du dich doch gar in die Politik. Das ist ja das Halsbrechendste. Karlchen, bedenk nur immer, dass du daheim ein Liebchen hast, das da hofft und jammert und ganz abhängig von deinem Schicksal ist. Du lieb Herzchen, hätte ich dich nur erst mal wiedergesehen. Leider kann und darf ich den Tag noch nicht bestimmen. Ehe ich mich wieder ganz wohl fühle, bekomme ich keinen Reisepass. Wenn ich jetzt nicht zu elend dalege, schnürt ich schon bald meinen Ranzen. Alles ist parat. Kleider, Kragen und Hauben in der schönsten Ordnung und nur die Trägerin nicht disponibel. Ach, Liebchen, wie viel denke ich an die schlaflosen Nächte, an dich und deine Liebe. Wie oft habe ich für dich gebetet, dich gesegnet und Segen auf dich herabgefleht. Und wie süß habe ich dann oft geträumt. Heute spielt die Heitzinger in Bonn. Gehst du dahin? Ich habe sie als Donna Diana gesehen. Karlchen, gern sagte ich dir noch viel. Aber die Mutter leidet's nicht länger. Sie nimmt mir sonst die Feder und ich kann dir nicht mal mehr den heißesten Liebesgruß zurufen. Leb wohl, teurer einzig. Ich kann nicht mehr, sonst wird's mir ganz wirr im Kopf. Geld, ich kann dich doch heiraten. Ade, ade, mein Liebchen. Auf jeden Finger einen Kuss und nun hinaus in die Weite. Fliegt zu meinem Karl und presst euch heiß auf seine Lippen. Und dann hört auf, stummer Boden der Liebe zu sein. Und flüstert ihm zu, all die kleinen, süßen, heimlichen Lieblichkeiten. Erzählt ihm alles. Jenny von Westphalen, Neuss, schreibt einen Monat später, am 13. September 1841 an Karl Marx, Bonn. Lieber süßer Engel, denkst du noch oft an all die Seligkeit? Ach, mein lieb Herzchen, wie war ich so glücklich, so überselig. Ach, wenn ich an Trier denke, schaudere ich zusammen. Meine Eltern wohnen da.
Meine Mutter fängt von Neuem an, mich zu ermahnen, indem sie mir wieder alles vorhält und meinen Bruder aufgefordert hat, mich abzuholen und ja, meinen äußeren und inneren Anstand zu beobachten, weil ich dich sonst in Bonn gar nicht besuchen könnte. Ach, Herzchen, wie mir das alles zentnerschwer auf die Seele fiel. Äußerer und innerer Anstand. Ach, Karl, mein süßer, einziger Karl. Und dennoch, Karl, ich fühle keine Reue. Halte ich mir fest die Augen zu, sehe ich dann dein selig lächelndes Auge. Sieh, Karl, dann bin ich selbst in Gedanken selig. Dir alles gewesen, andern nichts mehr zu sein. Karl, schreib mir bald, bald wieder, sobald du kannst. Nie waren deine Briefe willkommener, heilsamer, notwendiger. Denk dir, Karlchen, wenn du mich jetzt vergessest. Nein, nein, das kannst du nicht. Kannst es nie. Das Ende deiner Liebe und das Ende meines Daseins fallen in einem Moment zusammen. Und nach diesem Tod gibt es keine Auferstehung. Denn nur in der Liebe liegt der Glaube an Fortdauer. Engel, wie lieb ich dich. Dies ist all mein Humor und Witz, mein Sinn, mein Leben. Ade, ade. Jenny von Westphalen an Karl Marx im März 1843, ungefähr 3 Monate vor der Hochzeit. Heute Nacht hatte ich über Straßburg ein klein wenig Gedankensprecher. Sollte es dir nicht die Heimkehr verwehren, wenn du Deutschland so an Frankreich verrätst? Und wäre es nicht möglich,
dass dir die liberale Souveränität auch mal zum Bescheid gäbe, wandern Sie doch aus oder vielmehr bleiben Sie doch fern, wenn es Ihnen in meinen Staaten nicht behagt. Kurze Umrisse eines bewegten Lebens. Aufzeichnungen von Jenny Marx aus dem Jahr 1865. Am 19. Juni 1843 war mein Hochzeitstag. Wir reisten von Kreuznach über die Ebernburg nach der Rheinpfalz und kehrten über Baden-Baden nach Kreuznach zurück, wo wir bis Ende September blieben. Karl und ich kamen Anfang Oktober in Paris an. Von den Bergen zu den Hügeln, nieder auf das Tal entlang, da klingt es wie von Flügeln, da bewegt sich's wie Gesang, da bewegt sich's wie unbedingten Triebe, folget Freude, folget Rat. Und ein Streben sei sie Liebe, und ein Leben sei die Tat. Und ein Streben sei sie Liebe, und ein Leben sei die Tat. Bleibe nicht am Mund,
Wir lebten Rue Venon in Faubourg-Saint-Germain und hatten Umgang mit Ruge, Heine, Herwig, Meura, Talstoi, Bakunin, Aninkow, Bernays und Tutti Quanti. Viel Klatsch à querelle allemand. Jennychen wurde am 1. Mai 1844 geboren. Und dann reiste ich nur 6 Wochen später mit dem todkranken Kinde mit der Postkutsche nach Trier. 3 Monate blieb ich bei meiner teuren Mutter. September kehrte ich in Begleitung einer deutschen Amme mit dem 4-fach bezahnten Jennychen nach Paris heim. Während meiner Abwesenheit hatte Friedrich Engels Karl besucht. Herbst und Winter arbeitete Karl die Kritik der kritischen Kritik aus, die in Frankfurt erschien. Plötzlich, Anfang 1845, erschien der Polizeikommissar bei uns und zeigte einen auf Veranlassung der preußischen Regierung ausgefertigten Ausweisungsbefehl vor. Die Order lautete: Karl Marx hat Paris binnen 24 Stunden zu verlassen. Mir selbst wurde eine längere Frist gestattet, die ich benutzte, um meine Möbels und einen Teil meiner Wäsche zu verkaufen. Es geschah für einen Spottpreis, aber Reisegeld musste beschafft werden. 2 Tage nahmen Herwegs mich auf. Krank und in grimmiger Kälte folgte ich Anfang Februar Karl nach Brüssel nach. Ein Jahr später hatten sich in Brüssel die revolutionären Gewitterwolken stets dichter und dichter zusammengezogen. Man fürchtete vor allem die Arbeiter, das soziale Element der Volksmassen. Die Polizei, das Militär, die Bürgergarde, alles wurde zum Schutz berufen. Da schien es den deutschen Arbeitern an der Zeit, sich auch nach Waffen umzusehen. Dolche, Revolver etc. wurden angeschafft. Karl gab gerne die Mittel her, war er doch eben in einigen Besitz gekommen. Die Regierung sieht Komplott, Konspiration in dem Ganzen. In der späten Nacht dringen 2 Sergeants de Police in unser Haus ein und schleppen Karl weg. In furchtbarer Angst eile ich nach und suche Männer von Einfluss auf, um zu erfahren, was der Plan ist. Ich eile in der finsteren Nacht von Haus zu Haus. Da plötzlich fasst mich eine Wache, nimmt mich gefangen und wirft mich in ein dunkles Gefängnis. Es war dies der Ort, an welchem man obdachlose Bettler, heimatlose Wanderer, unglückliche verlorene Frauen unterbringt. Schluchzend trete ich ein. Da bietet mir eine unglückliche Leidensgefährtin ihr Lager. Am nächsten Morgen, nach einem 2-stündigen Verhör, in welchem man wenig von mir herausbrachte, ward ich unter Gendarmenbegleitung zu einem Wagen geleitet und kam so gegen Abend bei meinen armen, kleinen 3 Kindern an. Die Angelegenheit hatte großes Aufsehen gemacht. Alle Blätter berichteten darüber. Karl selbst kam etwas später aus seiner Haft mit der Weisung, Brüssel augenblicklich zu verlassen. Thank you.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen sozusagen Jenny Marks Luft geschnuppert oder auch 19. Jahrhundert, eine ganze Menge sogar. Das letzte war ja der Jäger auf der Lauer, da kann man ja auch, das kann man ja auch metaphorisch verstehen in diesem Jahrhundert, in dem viele auf der Lauer waren. Auch ich würde jetzt mal gerne Frau Kunert fragen, ob die Jenny Marks eigentlich, weil es wundert mich so ein bisschen, dass Sie sagen, Sie haben sich gar nicht so viel damit beschäftigt mit ihr. Eigentlich, Sie sind ja in der Linken, da muss ich ja, verrate ich ja jetzt hier nichts. Spielt das da gar keine Rolle, Jenny Marks? Schwierige Frage. Rosa Luxemburg schon mehr. aber dass sie gar keine Rolle spielt, würde ich so nicht sagen. Gerade weil, vorhin habe ich es angedeutet, die parteinahe Stiftung unterstützt diese Aktivitäten hier. Und, so meinte ich das auch nicht. Ich meine nur, weil Sie gesagt haben, Sie haben sich, also ist sie da weniger präsent als Rosa Luxemburg, sicherlich. Ja, sicher. Ne? Sicher. Mhm. Ich würde auch gar nicht das unterstreichen, was vorhin gesagt wurde, dass sie nicht auf dem Kapital erscheinen sollte, weil sie war es ja am Ende, die das ins Reine geschrieben hat und die ihn immer gedrängt hat zum Schluss, mach es fertig. Mhm. Und sie hat sich dann noch bemüht, dass es überhaupt auch zum Verlegen gekommen ist und all diese Dinge. Man muss viel aufarbeiten, sicherlich, aber sie hat eben, sie hat bisher nicht so die Rolle bei uns gespielt. Ich glaube auch nicht, dass es schlimm ist, aber man kann ja auch jetzt damit anfangen. Klar. Also Sie wären auf jeden Fall dafür, dass Jenny Marks auf dem Buchtitel stehen könnte. Ja? Habe ich das jetzt richtig gehört? Wenn man weiß, wie er, oder wenn man nachlesen konnte, wie er gearbeitet hat, er hat also nie seine Gedanken zu Ende geführt, er hat immer aufgekritzelt und im Schreiben wieder korrigiert, dann hat er Französisch und Englisch geschrieben, das hätte niemand übersetzen können. Und Sie werden sicher wissen, dass er sich einmal im Leben um einen vernünftigen Job beworben hat und das hat man abgelehnt, weil er so eine fürchterliche Handschrift hatte. Also sie war eigentlich der Schlüssel zum Erfolg fürs Kapital, so muss man das sagen. Ja, es gibt Textstellen, also das, wo sie auch schreibt, wie glücklich sie ist, dass das Kapital erschienen ist. Wir können das auch einmal, glaube ich, hier gleich lesen. Genau. Wenn der Buchhändler in Hamburg, Otto Meißner, wirklich so schnell drucken kann, als er sagt, so muss das Buch, der erste Band des Kapitals, jedenfalls zu Ostern erscheinen. Es ist eine Freude, das Manuskript so hoch aufgespeichert und abgeschrieben da liegen zu sehen. Mir ist eine Riesenlast damit vom Herzen gewälzt. Bleiben doch stets noch Lasten und Sorgen genug übrig. Und dann kommt sie ja auf ihre Mädchen zu sprechen. Aber das ist sehr deutlich, also nur als zur Unterstreichung dessen, was Sie da sagen. Und das, ich frage deswegen, weil es sind ja viele Dinge, vielleicht wissen wir die alle nicht so genau, aber es wundert einen im Nachhinein, gerade weil ja Karl Marx doch wirklich auf unterschiedliche Art und Weise präsent auch immer gewesen ist, als sozusagen Vorbild, als Feindbild, als großer Denker, als politischer Denker auch verändert worden ist, sagen wir mal so, oder sich auf ihn berufen wurde, dass die Jenny dabei doch auch sozusagen auf der Seite, die sich mit Karl Marx beschäftigt hat, so wenig in den Mittelpunkt gekommen ist oder vielleicht auch nur als Mutter, so wie Sie das vorhin einmal angedeutet haben. Nicht, dass Sie das gesagt haben, sondern wie Sie das aus Ihrer Kindheit berichtet haben. Ich wollte Ihnen das nicht unterschieben. Um Gottes Willen, natürlich nicht. Auf jeden Fall ist ja auch sozusagen, ich fand das sehr spannend, dass das Kommunistische Manifest auch der erste Satz tatsächlich von Jenny Marx geschrieben ist. Sowas hat man aber früher auch nicht. Das ist ihre Handschrift, ne? Und danach kommen erst die anderen. Dieses berühmte Kommunistische Manifest, das ist Jenny Marx, es hat den ersten Satz sozusagen geschrieben. Das sind aber alles Dinge, die wir jetzt erst nach und nach entdecken. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist? Das hat damit zu tun, dass der Mann in der Vergangenheit immer das Sagen hatte und dass wir erst schrittweise dazu übergehen, dass wir mehr Gleichberechtigung für Frauen erkämpfen. Und man sich jetzt eben erst in der Zeit auch wirklich darauf besinnt, was haben die Frauen in der gesellschaftlichen Umwälzung getan? Was ist ihre Leistung? Und sie hat ja ihm auch eigentlich immer den Rücken gestärkt. Sie hat ihm ja den Rücken völlig freigehalten. Ich habe das vorhin etwas überspitzt dargestellt. Er hat sie in schwierigen Lebenslagen immer alleine gelassen. Er war in dieser Bibliothek in London, wo er eben den ganzen Tag war und wusste genau, sie hat mit den Kindern Probleme. Sie selber war nicht fit.
beide haben relativ viel Rotwein konsumiert. Und das sind Situationen, auch dieses ständige Umziehen, dieses immer auf der Flucht gewesen sein. Dann war für sie immer ein Riesenproblem, dass sie davon, sie war ja auch auf der richtigen Seite aus meiner Sicht, dass sie also gesagt hat, es muss Gerechtigkeit im Land herrschen. Die Menschen müssen ein menschenwürdiges Leben führen. Und sie hat ja die internationale Arbeiterbewegung unterstützt und auch dieser Treffen alles organisiert. Aber sie war auch immer ein Stück weit enttäuscht, dass ihr Wirken nicht anerkannt wurde von denen, für die sie das getan haben. Und von daher, man muss die Rolle heute mehr herausstellen, das ist so, aber ich sag mal, man hat vor ein paar Jahren auch noch den Frauenfußball in Deutschland verboten. Und da wundern wir uns, dass eben Jenny Marx aus der Zeit nicht dementsprechend gewürdigt wurde. Das kann man eigentlich nur jetzt nachholen und man muss Dinge nochmal aufarbeiten und sicherlich auch durch eine lockere Art und Weise möglicherweise auch in den Schulunterricht bringen. Warum denn nicht? Mhm. Ich würde da gerne in einer Sache widersprechen. Und zwar, was ich ganz erstaunlich finde, dass, weil die Männer meistens Hypochonder sind und Angst vor Krankheiten haben, dass sie sich in Krankheiten gegenseitig und auch eher, als sie zum Beispiel pockenkrank war, an ihrem Bett gesessen hat und sie gepflegt hat, was also einmal zum Ausdruck bringt, wie wichtig sie ihm war und er sie in solchen Situationen zum Beispiel nicht allein gelassen hat. Also Sie würden sagen, es war Einwurf. Ein ungewöhnlicher Mann auch auf eine Art und Weise. Sie hatten diese Linie ja eben schon mal. Also das kommen wir vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher raus, Mann war er auf also jeden das sowieso, Fall. Aber auch in Bezug auf männliche Verhaltensweisen, würden Sie sagen. Also als auf die Männerrolle. Also sagen wir mal, diese Rolle, ich glaube, das gibt sogar heute noch ganz viele Männer, die Probleme haben, wenn die Frau krank ist. Ne? Also dass er da oft, also die haben sich gegenseitig am Krankenlager gepflegt. Ne? Das finde ich total ungewöhnlich und zeigt eigentlich wirklich die große Beziehung zwischen beiden. Ne? Würden Sie da widersprechen wollen nochmal? Das ist eine große Beziehung, war es völlig klar. Aber auch eine Geschichte, die man immer verleugnet hat, dass er mit seiner Haushälterin ein Kind hatte. Aber dennoch sage ich, hat er in den schwierigen, also wir sind ja, also ich bin ja nun, also sagen wir mal so, durchaus sehr selbstbewusst. Also ich hätte an mancher Stelle gesagt, aus heutiger Sicht. Es reicht. Und tschüss. Aber genau das. Und das war es eben zu der Qualität. Und es war damals auch eine andere Zeit. Ihr war klar, geht sie zurück nach Trier zur Mutter, wird es finanziell schwierig, nee, das Gerede stopp. Und diese Dinge, da alles schwierig. Es hat große Angebote gegeben von dem Bruder, von dem Stiefbruder, der Minister war, ne? Im preußischen Ministerium, ja. Der hat ihr angeboten, da konnte Karl Marx nicht so richtig gut leiden und der hat gesagt, pass mal auf, wenn du den verlässt, du kannst dich auch scheiden lassen, ist egal, ich gebe dir Geld, ich unterstütze dich. Das ist zum Beispiel auch noch eine Qualität, ne, dass sie also da zu ihm gehalten hat und auf dieses Angebot zum Beispiel, als es schwierig wurde, nicht eingegangen ist. Das war aber eine Charakterfrage, weil das ist nämlich der Mensch in ihrem Leben, der Angst vor ihr hatte. Ferdinand war nämlich derjenige, der möglicherweise Angst vor ihr hatte. Ich habe noch einen. Und ich habe mich nämlich mit der Frage beschäftigt, warum sie diesen Titel gewählt haben. Wer hat Angst vor Jenny Marx? Na, ich dachte, meine Güte, wie willst du denn das rauskriegen? Aber das war eigentlich der Einzige, der Angst hatte vor ihr, weil sie Karl Marx auch mit seinem ganzen politischen Streben unterstützt hat. Und da muss ich mal sagen, da hätte ich aus Reflex, wenn mir jemand so ein Angebot unterbreitet, würde ich mich ja in meinem Wirken, würde ich mich sozusagen gekauft fühlen. Und das wäre, also wahrscheinlich war es auch ein Reflex, dass sie sagt, das mache ich nie. Sie hat ja später auch immer überlegt, frage ich ihn, dass er uns finanziell unterstützt. Das hat sie ja dann auch mehrmals getan, wo er gesagt hat, ich komme mal gerade mit meinem Geld selber aus. Aber dieses Angebot würde ich jetzt nicht als Beispiel nehmen, dass sie, naja, also das war etwas, wo man sie versuchte rauszulösen, um auch Karl Marx zu schwächen, eindeutig. Ganz bestimmt. Ich meine, er war ja von Anfang an auch gegen die Ehe. Das hatte natürlich auch Gründe, dass der nicht adlig war. Also es hatte verschiedene Gründe, politische und aber auch sozusagen standesgemäße Gründe. Wobei die Westfalen ja auch noch nicht ganz so lange adlig waren. Also insofern, aber darüber wollen wir jetzt nicht unbedingt sprechen. Sie wollen noch mal widersprechen. Ja, unbedingt. Machen Sie das. Ja. Ich will noch mal was zu Helene Demuth sagen. Diese Geschichte ist ja sehr spannend. Und die wird ja auch immer wieder, es gibt ja ein Denkmal in dem Ort, wo sie herkommt. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, was sie hochschwanger zeigt. Helene Demuth, ne? Mhm.
Und sie hat, glaube ich, ein Bild in der Hand von Marx. Und ich will aber auf was anderes hinaus. Also es wird oft als Beispiel genannt, dass sie so gelitten hat. Sie hat sicher sehr gelitten, Jenny. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es also wirklich das Kind von Karl Marx ist. Ich glaube, das ist auch inzwischen erwiesen. Er soll ihm auch sehr ähnlich gesehen haben, der Sohn und so weiter. Interessant ist doch Folgendes. Ich meine, wir befinden uns mitten im 19. Jahrhundert. Die Haushälterin wird schwanger vom Hausherrn. Und das Kind kommt, glaube ich, sogar im Haus zur Welt. Normalerweise würde man doch die Frau entfernen, mitsamt dem Kind. Aber was wird entfernt? Das Kind, und die Frau bleibt im Haus und die liegt in dem Familiengrab. Also gemeinsam mit dem Ehepaar liegt die in dem Familiengrab. Und das, finde ich, ist ein Zeichen, dass es da eine sehr enge Beziehung gegeben hat, sowohl zwischen beiden Frauen als auch natürlich zu Karl Marx. Und dass Jenny trotz allem diese Beziehung zu der Haushälterin weiter aufrecht gehalten hat. Einmal brauchte sie sie natürlich. Und zum anderen, denke ich, war es bestimmt für sie sehr schmerzhaft, dass es ein Sohn wurde zum Beispiel. Ihr sind ja alle Jungen weggestorben. Sie hatte insgesamt 7 Kinder bekommen und alle Jungen sind verstorben. Wichtig ist für mich einfach, dass sie diese Beziehung verdrängt hat. Ich würde mal sagen, sie hat sie verdrängt. Es wurde ja immer gesagt, der Vater ist Friedrich Engels, ja, der hat da auch nie so richtig gesagt, das gefällt mir. Aber das, und ja, das wird ihr gefallen haben, weil Friedrich Engels ja eh so lockere Frauenbeziehungen hatte. Und das passte ganz gut ins Bild. Also hat sie das verdrängt und gesagt, okay. Mhm. Ja. Und ich sehe es als Stärke an, als für die Beziehung einen wichtigen Punkt, dass sie die Ehe weiter, bestand hat. Nicht als Schwäche. Als Stärke, dass sie sozusagen Helene Demuth bei sich behalten hat. Also nicht, dass sie, dass sie da sehr drunter gelitten hat, sondern sie hat auch drunter gelitten, aber es ist trotzdem eine Stärke. Gelitten dass sie hat sie ganz bestimmt, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Aber ich meine, mit dem Grab, da kann sie natürlich nicht so richtig was dafür, das haben die Töchter verfügt. Das spricht natürlich für ihre These, dass die Familie, also dass diese Helene eine große Rolle gespielt hat, ganz sicher. Okay, gut. Also für sie ist das die Stärke, dass sie sozusagen leidensfähig war, die Jenny Marx, könnte man das so sagen? Und stärker war als das Leiden, also kein Opfer. Also sie regt auf, wenn sie zum Opfer gemacht wird. Könnte man das so sagen? Ja, ich würde hier sagen, dass natürlich sie das sehr viel Kraft gekostet hat, diese Sache zu verdrängen oder zu verarbeiten, wie auch immer. Aber dass die Liebe ihr wichtiger war. Also dass sie dem Mann, zu dem Mann, sie war ja mal kurz verschwunden, dann nach Trier zurückgekehrt ist und dass das für sie wichtig war. Okay, also die Liebe war stärker sozusagen. Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch. Ja, ich weiß, das stimmt. Was sagt denn Frau Kunert da dazu? Wo sehen Sie die Stärke von Jenny Marx? Also sie war eine Überlebenskünstlerin. Sie haben ja permanent kein Geld gehabt und wenn sie es hatten, haben sie es mit vollen Händen rausgegeben. Und sie hat eigentlich die Familie zusammengehalten. Natürlich hat sie zu ihm gehalten, weil sie ihn geliebt hat. Ich habe ja auch vorhin gesagt, aus heutiger Sicht würde ich sagen, nee. Weil es waren damals andere Zeiten. Scheidungen gehen heute schneller von der Bühne als damals. Ich glaube, es war damals, glaube ich, auch gar nicht möglich oder so. Aber sie hatte natürlich ihre Stärken in der Beziehung. Und sie wussten eigentlich beide, sie sind nur gemeinsam stark. Und das mit der Haushälterin, sie hatten eine sehr enge Bindung. Und es hat aber auch immer eine Rolle gespielt. Das dürfen wir nicht vergessen. Was sagt das Umland dazu? Wird über sie geredet? Das war ihr immer sehr wichtig. Hat man Marx angegriffen? Wie wurde sie beurteilt durch ihr Umfeld? Das war ihr immer sehr, sehr wichtig. Und da hat sie gesagt, sie hat sie erst später erfahren, sozusagen. Sie hat es zwar gespürt, aber hat es definitiv erst später erfahren. Und sicherlich, man kann es als Stärke auslegen. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie schwach ist, aber ich hätte eine andere Konsequenz daraus gezogen. Aber sie war eigentlich eine tolle Frau. Sie war gebildet, sie sprach mehrere Sprachen. Und wie gesagt, sie war eigentlich die Stütze für ihn. Und deshalb muss man das immer auch wieder würdigen. Und das waren ganz andere Zeiten. Aber ich denke, das ist zum Beispiel was wir heute daraus lernen können. Ne? Also heute geht man eben schnell mal dann weg, wenn das nicht so richtig klappt und so weiter oder wenn da eine andere Geschichte dazwischen funkt und so weiter. Ich denke, das ist eine Geschichte, die wir lernen können. Also das ist eine Beständigkeit, ne? Durchhaltevermögen, natürlich. Und zu dem Mann stehen, den man liebt. Auch über Klippen hinweg. Es gab ja da noch eine Nanette zum Beispiel in den Niederlanden mit den schönen, gefährlich, nee,
gefährlich schönen schwarzen Augen oder wie auch immer. Also es war ja nicht die einzige Geschichte. Ja, die Frage wäre, ob das Kapital geschrieben worden wäre, wenn Jenny Marx Karl Marx wegen Helene Demuth verlassen hätte, 1851, als das wahrscheinlich gewesen ist. Aber die Frage werden wir jetzt nicht beantworten können. Nein, das können wir nicht. Da lasse ich mich auch gar nicht drauf ein. Bei den Stärken, vielleicht können wir da nochmal weiter anknüpfen. Also Sie haben eben schon mal angedeutet, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, auch an Jenny Marx nochmal anzuknüpfen heutzutage. Wo würden Sie jetzt anknüpfen wollen? Also wenn Sie sagen, auch also politisch betrachtet, sie ist ja, das merken wir auch jetzt in dieser Diskussion, letztendlich befinden wir uns in einer großen Widersprüchlichkeit, auch was das Frauenbild, Männerbild anbelangt. Das ist nicht keine, klar, das ist keine Vorkämpferin wie Rosa Luxemburg, die sozusagen selber durch ihre eigene politische Arbeit so in diesem Maße sozusagen hervortritt, weil es diesen Mann gibt, der sozusagen immer noch davor steht. Ist sie vielleicht gar nicht geeignet dafür? Also ich meine, ich frage das jetzt mal so, dass wir sie, also wir sollen sie, also wir beschäftigen uns mit ihr, aber ist sie für heutzutage, ist es, vielleicht ist es gar nicht die Frau, die uns begeistern kann oder doch? Doch, mich begeistert sie schon. Wie gesagt, sie ist eine Überlebenskünstlerin gewesen und sie hat unter sehr schwierigen Bedingungen die Familie zusammengehalten. Sie hat verkraften müssen, dass eben die Kinder gestorben sind. Sie hat sich sehr, trotz der Verbindung zu Karl Marx, hat sie ja selber analysiert. Sie war selber sehr aktiv. Sie hat auch ihren eigenen Weg zum Teil gemacht. Sie hat ja die Mädchen unterstützt, indem sie genäht hatte. Sie hat Theaterkritiken geschrieben und all diese Dinge. Sehr spät, und ich glaube, ja, aber diese Vielfältigkeit, die sie trotz ihres schweren Lebens am Ende dann ausgelebt hat, das ist schon bemerkenswert. Und deshalb muss man sie würdigen, gerade weil sie zu der Zeit eben auch ihren, ja, sie hat in ihrem Leben ihren eigenen Akzent gesetzt. Und er wäre nie so groß rausgekommen, wenn es sie nicht gegeben hätte. Das ist heute auch noch so. Wenn jemand sich in der Politik bewegt, dann ist es wichtig, dass es zu Hause stimmt. Das ist ganz normal. Und sie hat eben wirklich einen großen Anteil daran, was er am Ende geschafft hat. Also dass man sozusagen auch die Familienleistung irgendwie mehr anerkennt, könnte man sie sozusagen auch der Moderne in der Politik nehmen. Frau Trieder, haben Sie Lust, ein bisschen was zu lesen? Sie haben es jetzt hier schon herausgekramt oder herausgeholt. Also ich finde das wirklich, fände das ganz schön hier für Salzwedel, wenn Sie diesen Text, den Sie im Prinzip jetzt geschrieben haben, hin auf diese Veranstaltung einfach auszugsweise, ich weiß nicht, wo es jetzt passt. Ja, also ich mache mal bei dem Titel an, Wer hat Angst vor Jenny Marx? Der hat mich ja schon also zum Nachdenken angeregt. Ich mache es mal andersrum. Sie haben vielleicht gestern Abend diese Sendung gesehen von Arthur oder diese andere Sendung, wo der Zug gezeigt wurde, wie der eingeweiht wurde. Und da war nämlich jemand dabei, der Angst vor Jenny Marx hat. Und zwar ist das der CDU-Politiker Frank Scheurell, der auf wirklich unglaublich, erstmal rhetorisch schlechte Weise seine Angst gezeigt hat und gesagt hat, er hat nämlich Folgendes gemacht, er hat Jenny Marx gleich Marxismus gleich DDR gemacht und gesagt hat, also das, warum soll man sich denn damit befassen, das ist doch Quatsch, so, das ist ja so lange her. Das wissen viele, aber ja. Also er hat genau wirklich in diesen drei Sätzen seinen geistigen Horizont gezeigt. Danke, dass Sie mir den Kommentar abgenommen haben. Ja. Ich lese mal. Ja, genau. Ich habe hier mal mich. Ich muss noch dazu sagen, ich habe zwei Tage vor Jenny Marx Geburtstag, also sie ist Wassermann wie ich. Und ich habe natürlich das beobachtet, wie dadurch, dass ich wusste, dass ich dann wieder zwei Tage später hier bin, wie geht denn die Öffentlichkeit damit um? Damit fange ich jetzt mal an, ja? Wer hat Angst vor Jenny Marx? Angst hat man ja möglicherweise vor Autoritäten. Dazu müsste man Jenny Marx erstmal zu einer Autorität aufbauen, solange die Bücher und Artikel über sie heißen, im Schatten von Pünktchen, Pünktchen,
gelingt das nicht. Ich habe dann nachgeschaut in der Allgemeinen Deutschen Biografie, die ist von 1884, das ist also erst kurz nach dem Tod von Marx. Dort gibt es 9 Seiten über Karl Marx, keine über Jenny. Und am Ende von dem Artikel über Marx wird immerhin gesagt, dass er glücklich verheiratet war. Ich betone hier, glücklich verheiratet. Aber nicht mit wem, nur, dass es die Schwester des ehemaligen preußischen Ministers Westphalen war. Mhm. Fand ich sehr interessant. In der Neuen Deutschen Biografie gibt es immerhin 17 Seiten über Marx. Jennys Name fällt nur dort, wo es heißt, war verheiratet mit. Interessant ist, dass dieser Band 1990 erschienen ist. Ne? Da hat sich also in 100 Jahren im Grunde nichts geändert. Angst hat man auch vor etwas, was einen nicht schlafen lässt. Warum sollte Jenny Marx uns nicht schlafen lassen? Sie ist vergessen. Kein großes Feuilleton hat sich anlässlich des 200. Geburtstages erinnert. Und die Kleinen ziemlich lieblos. So kann man in der Taz Nord und in der Mitteldeutschen Zeitung den gleichen Artikel von Joachim Görres lesen, in dem er tut, als wäre er der Erste, der entdeckt hat, dass Jenny Marx mehr ist als nur die Frau von Karl Marx. Mehr als Karls Frau, so heißt der Titel, der Artikel, also der Titel des Artikels. Und er greift ausgerechnet auf die Biografie, auf die 1994 erschienene Biografie von, jetzt Französisch kann ich nicht so gut, François Giraud zurück, die und zitiert folgenden Satz: Der wissenschaftliche Sozialismus bleibt der tragischste Betrug des Jahrhunderts. Jenny von Westphalen, ein Mensch voller Liebe und Überzeugung, ist dessen erstes und freiwilliges Opfer gewesen. Ein Satz, über den wir bis morgen früh diskutieren können. Der tendenziöse Titel der Biografie von Giraud lautet Trio Infernale. Der dritte ist Engels. Dazu könnte ich später noch mehr sagen. Im Original heißt das Buch übrigens noch schlimmer, die Frau des Teufels. Kennen Sie das? Mhm. In einer Kurzbesprechung des Buches im Spiegel 1994 ist die Rede von einem wenig geglückten Leben Jennys. Auch darüber können wir bis übermorgen diskutieren. Das, meine Meinung habe ich ja schon gesagt. Vielleicht noch zu dem Artikel von diesem Görres. Er zitiert also aus einer Biografie, die 1994 erschienen ist. Und danach sind noch 4 neue ernstzunehmende und nicht so tendenziöse Biografien erschienen. Zum Beispiel die da oben liegt, die rote Baroness. Baroness, ne? Von Ulrich Teusch. Ja, genau. Die habe ich nämlich auch gelesen. Die sehr wohl die eigenständige intellektuelle Leistung von Jenny Marx würdigen. Okay, danke schön erstmal. Genau. Vielleicht, weil das jetzt ein paar Mal angeklungen ist, ich denke, vielleicht ist der Unterschied, vielleicht können wir uns da auch einigen, aber wir müssen uns auch nicht einigen, aber dass Jenny Marx viel gelitten hat, aber dass sie vielleicht nicht Opfer war. Also dieses Wort, das kommt mir auch jetzt hier bei Ihnen nochmal so entgegen. Und Sie haben ja auch betont, dass sie eine Lebenskünstlerin ist. Und ich meine, leiden kann man, das kann einem passieren im Leben, keine Frage, besonders bei solchen Umständen. Aber sie ist doch eine Frau, die immer wieder sich sozusagen ins Subjektsein vielleicht reingekämpft oder sich selbst auf jeden Fall so gesehen hat. Und mich persönlich hat auch, das muss ich ehrlich sagen, also sowohl François Giraud als auch also Liebe und Leid im Schatten von Karl Marx, darüber geht der Spiegelartikel, ich weiß nicht, ob Sie den auch meinten, aber auf jeden Fall ist das eine Biografie, die im Westen erschienen ist, die sehr, also sich sonst sehr differenziert auch Jenny Marx nähert. Er immerhin, im Westen ist ja sonst auch nicht sehr viel erschienen zu ihr vor den 80er Jahren, aber wo man dieses Leid benutzt, um sich sozusagen drüber zu stellen und zu sagen, ach ja, die arme Frau, das ist sicherlich auch nicht das, was Sie gemeint haben oder auch nicht das, und das ist das, wogegen Sie sich sozusagen so wehren. Vielleicht gehen wir mit diesem Blick auf dieses, also diesem Thema, dass die Not, die ja tatsächlich in diesem Leben auch eine große Rolle gespielt hat, die Lebensumstände, die letztendlich, gab es natürlich im 19. Jahrhundert noch viel schlimmere Lebensumstände als die von Karl Marx und Jenny Marx, aber sie waren schon sehr sozusagen am Rande und eine vor allem dauerhaft, immer wieder, nicht nur einmal. Also sie haben wirklich schwere Zeiten erlebt, die mit in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung in der Dean Street zum Beispiel in den 50er Jahren
Und natürlich auch dieses, was man eigentlich in so einem Podiumsgespräch nicht in diesem Sinne auch ermessen kann, was es bedeutet, wenn man 3 Kinder verliert oder 4 Kinder verliert. 4 Kinder sind es sogar gewesen, also in unterschiedlichem Alter. Und das eine als 12-Jährigen und sich sozusagen vorwerfen muss selber, dass man kein besseres Leben für diese Kinder ermöglicht hat und dass es vielleicht unter anderen Lebensumständen nicht gestorben wäre. Das sind einfach Dinge, die sicherlich auch zu diesem Leben dazugehören. Und wir hören jetzt eine Szene aus dem Leben von Jenny Marx, was sich eben mit dieser Zeit auch beschäftigt. Aber es sind alles auch Originalworte von ihr. Jenny Marx, London, an Ernestine Liebknecht, Berlin, am 14. Oktober 1866. Meine liebe Frau Liebknecht, gestern erfuhren wir, dass Ihr lieber Mann in Berlin verhaftet worden ist. Da kann ich nicht länger schweigen und eile gleich Ihnen, liebe Frau Liebknecht, unsere allerinnigste Teilnahme und tiefes Mitgefühl an Ihrem neuen Leiden und Sorgen auszusprechen. Wie oft schon wollte ich Ihnen schreiben, wenn die Kunde von Ihrem und der lieben Kinder Unwohlsein und selbst schwerer Krankheit zu uns herüberdrang. Ich hatte gehört, dass Sie sich mit Ihren lieben Mädchen auf dem Land erholten. Und nun kommt gleich hinterher diese Schreckensbotschaft. Doch, liebe Freundin, lassen Sie sich dadurch nicht zu sehr niederbeugen. Ich habe selbst so viel in früheren Lebensjahren durch politische Verfolgung gelitten, dass ich recht gut weiß, was das alles heißt. Aber ganz offen gesagt, gibt es im täglichen Leben viel schrecklichere Kämpfe als die politische Natur.
Auch ich kenne Zeiten, die schlimmer waren, als ich mir je hätte vorstellen können. Leicht hatten wir es nie. Das zeigte sich schon zu Beginn unserer Ehe. Karls Vorhaben, das Nötige für unseren Lebensunterhalt durch freie publizistische Tätigkeit zu erwirtschaften, erwies sich als schwer durchführbar. Das zeigte sich schon, als Karl noch in Paris lebte und ich mit der kleinen Jenny wieder bei meiner Mutter in Trier war. Alles sprach immerzu vom festen Einkommen. Ich antwortete dann nur mit meinen roten Backen, meinem weißen Fleisch, meiner Samtmantille, meinem Federhut. Doch trotzdem, dass mein ganzes Wesen Zufriedenheit und Fülle aussprach, hoffte doch alles, Karl würde sich doch noch zu einem festen Posten entschließen. Oh, ihr Esel, stündet ihr doch auch alle auf festem Boden. Zeigen sich nicht schon die Spuren des Erdbebens und des unterminierten Grundes, auf dem die Gesellschaft ihre Tempel und Kaufbuden aufgeschlagen hat? Hier in London ist es besonders schlimm. Übermächtige Fabrikbesitzer zwingen den wehrlosen Arbeitern ihre Gesetze auf und werfen sie hinaus, wenn sie nicht mehr gebraucht werden oder wenn sie zum Schuften zu alt geworden sind. Frauen und Kinder werden bis auf die Knochen ausgebeutet. 1850 ist es uns auch sehr schlecht ergangen. Vielleicht haben nur wenige Flüchtlinge Ähnliches durchgemacht. Wenige Monate war unser viertes Kind damals gerade alt. Da die Ammen hier in London unerschwinglich sind, entschloss ich mich, mein Kind selbst zu nähren. Der kleine Engel trank mir aber so viele Sorgen und stillen Kummer ab, dass er beständig kränkelte, Tag und Nacht in heftigen Schmerzen lag und beständig zwischen Tod und elendem Leben schwankte. So saßen wir eines Tages da, als plötzlich die Hauswirtin eintrat und die 5 Pfund forderte, die wir ihr noch schuldeten. Und als wir sie nicht gleich hatten, traten 2 Pfänder ins Haus und legten alle meine kleine Habe mit Beschlag. Betten, Wäsche, Kleider, selbst die Wiege meines armen Kindes. Die besseren Spielsachen der Mädchen, die in heißen Tränen dastanden. Ich lag dann auf der Erde mit meinen frierenden Kindern. Den Tag darauf mussten wir aus dem Hause. Es war sehr kalt, regnerisch und trüb. Mein Mann sucht uns eine Wohnung. Keiner will uns nehmen, wenn er von 4 Kindern spricht. Endlich hilft uns ein Freund. Wir bezahlen unsere Mietschuld. Ich verkaufe rasch alle Bettdecken, um die vom Skandal der Pfändung ängstlich gemachten Kaufleute zu bezahlen. Den Apotheker, Bäcker, Fleischer, Milchmann, die plötzlich alle mit ihren Rechnungen auf mich losgestürmt kamen. Zurück nach Deutschland, zu meiner Mutter. Thank you.
Wir bezogen dann die zwei kleinen Stübchen im deutschen Hotel. One Leicester Street, Leicester Square, wo wir für 5,5 Pfund die Woche menschliche Aufnahme fanden. In diesen Jahren schrieb ich viele Bittbriefe an Freunde und Verwandte. Die Preußen können ihrem Mann im Grunde nicht viel anhaben und zu Leide tun. Und er wird sich bald wieder auf freien Füßen befinden. Mein Mann ist damals 1848 in Brüssel verhaftet worden. Und ich gleich mit ihm, als ich durch die Straßen lief, um mich nach ihm zu erkundigen. Außerdem habe ich erfahren, dass in so äußeren Krisen Freunde und Parteigenossen oft zu Hilfe kommen. Und eher für Frau und Kinder etwas tun, als wenn der Mann sich in Aktivität befindet. So oft wir konnten, haben wir unsere Freunde aufgenommen, wenn sie nichts mehr hatten. Drum also Mut gefasst und bedenken Sie, dass jedes Leiden, dessen Ende man vor sich sieht, zu ertragen ist. Namentlich für jemand, der schon wie Sie so viel gelitten und so brav und tapfer aufopfern sich gezeigt hat. Wir werden einen Wandel in der Gesellschaft erreichen. Und dafür lohnt es sich, immer weiter zu kämpfen und es selbst mit den schlimmsten Umständen aufzunehmen. Scheine lieb und mild.
Brust zerbrechen will. Nur der Traum führt es zurück, dass du schnell entschwunden würde jetzt gerne, bevor wir hier noch eine weitere kleine Runde machen, einmal Herrn Reck zu uns bitten. Darf ich das? Ich frage Sie jetzt einfach was. Ich wollte einmal Ihnen natürlich, ich habe Ihnen schon zum Geburtstag gratuliert, aber ich wollte Sie einmal auch fragen, weil Sie sind ja so ein bisschen derjenige, der das hier in die Gänge gebracht hat, sage ich mal. Also diesen Gedanken Jenny Marx hier in Salzwedel impulsiert hat. Es sind viele, viele, die diesen Gedanken dann umgesetzt haben und dazu sozusagen dafür gesorgt haben, dass das, was jetzt diese Woche stattgefunden hat, auch realisiert worden ist. Ich würde Sie aber gerne fragen, Sie haben ja mit einer Idee angefangen, mit einer Begeisterung. Ich weiß noch ganz genau, wie Sie bei mir in Schöneberg waren und mir von Jenny Marx erzählt haben. Wenn Sie noch einmal kurz zusammenfassen können, was wollten Sie, was hat Sie an Jenny Marx fasziniert und was ist jetzt Überraschendes für Sie dazugekommen nach diesen, weiß nicht, 3 oder 4 Jahren? 5 Jahren, genau. Was haben Sie sozusagen Neues gelernt und was für Sie wichtig ist? Ich gebe Ihnen jetzt mein Mikro, sollte man nie machen als Moderatorin. Nein. Guten Abend. Das ist ja die erste männliche Stimme. Genau. Heute Abend, und da will ich eins, bevor ich Ihre Frage beantworte, natürlich sagen, also das, was Katrin Kuhnert gesagt hat, ich hätte den Karl Marx nicht als Geschenk genommen,
kann jetzt, ich nun Vorsicht. Überhaupt nicht teilen. Ja, Sie hätten ihn auch nicht gekriegt, natürlich. Weil, auch als Frau nicht, weil nämlich ein Mann, der solche Liebesgedichte schreiben kann, meine Damen, und haben Sie schon mal solches Liebesgedicht bekommen, wie die Karl Marx seiner Jenny geschrieben hat? Nein, so ein Mann, das ist ein Mann, der nicht nur im Geist ein Genie war, sondern auch der ein Liebhaber war, den man nicht einfach wegstoßen darf mit der Bemerkung, den will ich nicht geschenkt haben. Liebe Katrin, das zu der Vorgeschichte. Ja. Aber jetzt zu der Frage. Aber da war er noch ganz jung, ne? Also das hat sich ja dann Nein, vielleicht... Nein, also diesen Brief, diesen Liebesbrief, wo er geschrieben hat, Madame, ach so, der ich späte. Knie okay. Ja, okay. Vor Ihnen nieder. Ja. Ich küsse Sie von Kopf bis Fuß. Von Kopf bis Fuß, den hat er geschrieben, da hat die Jenny schon die 7 Kinder gehabt. Okay. Da hat er diesen Brief geschrieben. Und das ist doch ein richtig toller Mann gewesen. Ja. Okay. Er hat sich ja gehabt. Nein, jetzt zu Ihrer Frage. Ja, okay. Zu Ihrer also, Frage. Was hat Sie an Jenny so begeistert und was ist Überraschendes dazugekommen? Nochmal zu. Eigentlich war Jenny Marx nicht der Ausgangspunkt meiner Überlegung, sondern der Ausgangspunkt war, was kann man für Salzwedel tun? Es gibt in Deutschland, das waren die Überlegungen, circa 1000 Städte, die ungefähr so groß sind wie Salzwedel. Und wenn man aus dieser Menge von Städten die eigene Stadt herausheben will, dann muss man etwas Besonderes finden, was in dieser Stadt passiert ist. Und da gibt es Möglichkeiten wie die Hanse, den Baumkuchen, aber das haben andere auch. Es gibt 99 Hansestädte in Deutschland. Aber die Frau von Karl Marx, die ist nur hier geboren. Und das war der Ausgang meiner also, Überlegung. Sie haben keine Kindheitserinnerung an Jenny Marx oder irgendwas Schönes. Ich bin kein Altmärker, das ist ein Fehler wahrscheinlich. Na gut, aber in Magdeburg kann man ja auch Erinnerungen. Magdeburg ist eine andere Region, ich bin kein Altmärker. Gut. Okay, und was haben Sie Überraschendes dazu? Dazu, ja. Als ich dann mir überlegt habe, jawohl, die Jenny könnte es sein, da habe ich mich mit Jenny Marx beschäftigt. Und was mich am meisten gereizt hat, an dieser Frau war ihre Widersprüchlichkeit. Ich mag Frauen, die widersprüchlich sind. Ich mag keine glatten Frauen, sondern Frauen, die in ihrem Charakter Ecken und Kanten haben. Und diese Jenny Marx, die das Kommunistische Manifest abgeschrieben hat, die Sozialistin war, die wusste, Klassenschranken gibt es nicht mehr, hat aber auf der anderen Seite fast zur gleichen Zeit sich Visitenkarten drucken lassen, wo sie geschrieben hat, Nede Westfalen. Baronin von Westfalen. Das heißt, diese Art von Widersprüchlichkeit, das hat mir imponiert und deshalb habe ich gesagt, das ist es wert, dass man dieser Frau hier in ihrer Geburtsstadt mehr Aufmerksamkeit schenkt. Und ich glaube, die Festwoche hat bewiesen, dass das auch geschafft worden ist. Okay, vielen Dank. Bleiben Sie noch einen ganz kleinen Moment hier, genau. So, auf das Fest des Komitees möchte dir zum Geburtstag gratulieren. Alles Gute. Und mach weiter so. Wenn man mich jetzt fragen würde, irgendjemand, Karl-Heinz Reck, wie fandst du denn das, was hier in der Woche passiert ist, dann würde ich sagen, herzlichen Dank an alle die, die organisiert haben, an alle die, die aufgetreten sind. Ich glaube, der Aspekt oder der eine Aspekt, den wir vor 5 Jahren hatten, dieser Frau hier in Salzwedel wieder eine Würdigung zukommen zu lassen, der ist voll aufgegangen.
Wir wissen ja vielleicht noch, wir hatten noch einen Grund. Wir wollten ja eigentlich am 12. Februar um 20 Uhr in die Tagesschau. Haben wir nicht ganz geschafft. Das haben wir nicht ganz geschafft. Daran müssen wir noch arbeiten. Und die 1 Million Chinesen sind auch noch nicht da. Also wir haben noch genug zu tun in der nächsten Zeit, genau, um diesen Weg fortzusetzen. Danke. Müssen wir aber erst noch Chinesisch lernen. So, genau. Dankeschön, Herr Reck. Die Widersprüchlichkeit ist uns ja auch schon begegnet. Ich werde jetzt noch die Frage zum Abschluss für die letzte Runde: In welcher Situation hätten Sie eigentlich gerne Jenny Marx kennengelernt oder was hätten Sie gerne mit ihr besprochen, Frau Trieder? Das ist ja gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt ja viele sehr spannende Geschichten. Also ich hätte mich gerne mal mit Jenny von, nee, sagen wir Jenny Marx ruhig, mit ihr über Engels unterhalten. Also da hätte ich gerne mal gewusst, wie das genau aussieht. Ich glaube nämlich, dass sie nicht auf Helene Demuth eifersüchtig war, sondern auf Engels. Das hat sich sicher im Laufe der Zeit gelegt, aber Engels war der geistige Partner ihres Mannes gewesen. Engels hat ihr den Mann weggenommen, sage ich jetzt mal, ne? Viele Stunden mit ihm verbracht. Also es gibt Beschreibungen, dass der da jeden Tag irgendwie auftauchte und sich da ewig mit Marx unterhalten hat. Also darüber hätte ich mich gerne mal mit Jenny unterhalten. Okay, danke schön. Und Frau Kunert, wo würden Sie Jenny Marx gerne treffen? Also ich hätte wahnsinnig gern mit ihr die Vorbereitungen für diese internationalen Arbeiterfestivitäten, hieß ja Arbeiter, wie hieß das gerade, Assoziation oder so. Assoziation. Also diese ganze, wie man Menschen zusammenfasst, wie man sie mobilisiert. Denn was mich fasziniert hat, war eben, dass sie sehr großen Wert auf ein gutbürgerliches Leben gelegt hat und andererseits aber erkannt hat, was in der Gesellschaft schiefläuft. Und da war eben die soziale Frage eines der Kernpunkte und das ist etwas, was für mich auch in der heutigen Zeit wichtig ist. Ich muss nicht arm sein, selber arm sein, um mich für diejenigen einzusetzen in der Gesellschaft, denen es nicht gut geht. Und das ist ja manchmal ein Trugschluss, dass man Leuten vorwirft, sag mal, du fährst ja so und so ein Auto oder du hast ja das und das und du willst dich für sozial Schwache einsetzen. Und das ist etwas, das hätte ich gerne mit ihr beredet, weil diese Widersprüchlichkeit hat sie interessant gemacht. Und jetzt sage ich noch was, Karl-Heinz Reck. Wenn so ein jetzt. Mann toll ist, ja. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Mir würden Liebesbriefe nicht reichen, denn es ist ja auch belegt, dass er immer, wenn er von ihr weg war, diese tollen Liebesbriefe geschrieben hat. Ja, er war ein toller Liebhaber, das konnte ich auch lesen. Aber ich möchte doch auch als Frau bestätigt haben, wenn ich mit ihm zusammen bin, dass ich ihm wichtig bin, dass er auch mal ein liebes Wort. Und genau das hat er nicht hinbekommen. Aber es ist doch schön, wenn ich zur Diskussion angeregt habe und wenn ich eben mal einige animieren konnte. Soweit. Okay, danke schön. Naja, ich denke, das Interessante ist jetzt einfach noch auf Sie bezogen gesagt, dass Jenny Marx tatsächlich, sie hat diese Ideen ihres Mannes geteilt, oder es waren ihre eigenen Ideen auch. Sie hat für gesellschaftlichen Fortschritt, das dürfen wir ja heute gar nicht mehr so sagen, weil das alles so belastete Worte sind, aber sie hatte eine Vision davon oder eine Idee davon, dass das Leben besser sein könnte und gerechter. Das ist ja etwas, womit wir uns heute gar nicht so leicht tun, nach all dem, was wir inzwischen erfahren haben, sozusagen als Gesellschaften und in dieser, sag ich mal, pluralistischen Gesellschaft, in der wir leben, die ja anders ist als die früher, also wo die Dinge manchmal schwerer festzumachen sind. Und sie hat aber, das fand ich schon spannend, also würde ich Ihnen jetzt noch einmal kurz widersprechen, sie hat ja ihr ganzes Leben in die Waagschale geworfen. Also man kann bei ihr nicht nur sagen, sie hat dafür, sie hat wirklich das ganze Leben hat gesagt, ich setze das auf eine Karte. Das ist vielleicht kein Widerspruch zu Ihnen, oder doch? Nein, sie hat sich ja bewusst für dieses Leben entschieden, auch wenn ich persönlich mich anders entschieden hätte. Das ist ja nicht schlimm. Wo hätten Sie sich denn anders entschieden? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Okay. Entschuldigung. Ja? Das machen wir nachher. Bei Karl Marx. Ich glaube, es geht um Karl Marx noch weiterhin. Aber darf ich noch etwas sagen? Ja, unbedingt. Es ist mal so latent in der Atmosphäre,
dass es schlimm ist, über Marx zu reden und das, was er aufgeschrieben hat. Und die Idee, die Jenny hatte, das unterstelle ich nicht Ihnen. Aber das ist auch die Verklemmtheit, mit der man jetzt mit diesem Thema umgeht. Das, was Marx niedergeschrieben hat, was wir damals manchmal auswendig lernen mussten, erleben wir heute. Also er hat doch, was jetzt die politische Ökonomie des Kapitalismus angeht, hat er doch recht gehabt. Und deshalb muss man auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein auch mit diesen Themen umgehen, die sie, für die sie gestritten haben, mit ihrer kritischen Sichtweise auf die Gesellschaft. Und einiges ist heute einfach auch festzustellen. Na, ich denke, dass man einfach unterscheiden muss, das hatten Sie vorhin auch schon einmal gesagt, dass man unterscheiden muss zwischen dem, was gedacht worden ist, also diese großen Ideen und die Analyse, und dann zu sehen, und das ist die Verklemmtheit, von der Sie sprechen, dann haben wir natürlich einfach das Experiment, das praktische sozialistische Experiment sozusagen dazwischen, wo bestimmte, was nicht dasselbe ist, ne, wie das, was Marx auch gedacht hat, also jedenfalls nicht gänzlich. Aber das ist ein schwieriges Thema. Ja, bitte. Ja, ich denke, das muss man noch mal ganz, ganz deutlich sagen. Es ist ein großer Unterschied. Marx hat selber gesagt, ich bin kein Marxist. Ne? Und das, was uns in der Schule, ich bin, wie gesagt, in der DDR geboren, groß geworden und so weiter, als Marxismus, Leninismus geboten wurde, hat überhaupt oder ganz wenig nur mit Marx wirklich zu tun. Marx hat sich selber ständig korrigiert. Bei uns wurde nichts korrigiert, das stand fest. Ne? Und also allein das Kapital ist zwischen, ich glaube, in 4 Jahren, zwischen ersten und zweiter Auflage, hat er nochmal ganz viel korrigiert. Also es ist nicht so, dass er nicht ein starres Weltsystem hatte. Und es wäre total spannend, heute Abend hier Karl Marx sitzen zu haben. Oder Jenny, oder beide. Oder am besten alle beide. Ja. Also ich glaube, der würde hier uns einiges Interessantes sagen. Und wichtig ist einfach, er ist ein Sozialtheoretiker, Sozialwissenschaftler. Und was er damals herausgefunden hat, das ist heute aktuell wie nie so. Zu der Meinung bin ich einfach auch nochmal gekommen. Ich habe nichts Kapital nochmal gelesen, trotzdem bin ich. Also das würde ich jetzt auch sozusagen wie ein Schlusswort, können wir das, also ein erstes Anfang eines Schlusswortes stehen lassen, dass man vielleicht wirklich unterscheidet zwischen den Theorien der Analyse und dann praktischen politischen Experimenten sozusagen. Und dass das, glaube ich, auch andere Länder tun, also andere Länder ihre sozusagen Theoretiker anders behandeln, als wir das manchmal in Deutschland tun, wo wir ein bisschen kleinlich mitunter sind. Zum Schluss würde ich gerne, das fasst vielleicht eine ganze Menge auch noch zusammen, ganz kurz aus einem Brief lesen, den die Tochter Marx geschrieben hat nach dem Tod von Jenny Marx, die in London gestorben ist und am 2. Dezember 1881. Sie wird dann 3 Tage später beigesetzt und die Traueransprache von Friedrich Engels, die ist ja relativ bekannt. Vor allem diese Worte, wenn es jemals eine Frau gab, die ihr größtes Glück darin gesehen hat, andere glücklich zu machen, so war es diese Frau, das ist das eine. Und dann spricht er auch von ihrer Kühnheit und davon, dass das immer nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist, was ihr eigentliches Verdienst gewesen ist. Also die Eliana Marx schreibt an ihre Schwester, die auch Jenny heißt: Liebe, liebe Dai, ich muss dir ein paar Worte schreiben, obwohl ich ganz krank vom Schreiben bin. Ich hatte so viele Briefe zu erledigen, aber ich muss jetzt zu dir sprechen. Du fehlst mir in diesem Augenblick so sehr. Liebe, ich schicke dir eine Locke von ihrem lieben Haar. Es ist so weich und schön, als wäre es von einem Mädchen. Wenn du nur ihr Gesicht hättest sehen können, als es zu Ende ging. Der Ausdruck ihrer Augen war einfach unbeschreiblich. Er war nicht nur so klar, wie sonst nur Kinderaugen sind, sondern auch so zärtlich, wenn sie uns sah und erkannte, was sie bis zum Schluss getan hat. Das letzte Wort, das sie zu Papa sagte, war gut. Sie hat noch etwas hinzugefügt und hatte auch vorher viel gesprochen, aber wir konnten es nicht verstehen. O Jenny, sie sieht jetzt so schön aus. Ihre Stirn war völlig glatt, als hätte eine sanfte Hand alle Linien und Falten weggestrichen. Und das schöne Haar bildet eine Art Glorienschein um ihren Kopf. Morgen ist die Beerdigung. Ich fürchte mich davor,
Aber Papa kann natürlich nicht gehen. Er darf das Haus noch nicht verlassen. Und ich bin in jeder Hinsicht froh darüber. Bis zum allerletzten Augenblick hat sie mehr als an irgendjemand sonst an dich und die Kinder gedacht. Und noch am Donnerstag hat sie davon gesprochen, was sie euch zu Weihnachten schicken sollte. Liebe alte Dai, ich kann jetzt nicht mehr schreiben. Morgen Abend schreibe ich dir wieder. Küss die lieben Kleinen für mich und für Mama. Sie liebte sie so. Deine Tussi.